Basketball, eine Sportart, die schon bei den Kleinen beginnt und großen Spaß macht. Wir beobachteten die kommenden Michael Jordans beim U12-Training im Lions Dome in Dreiskirchen. Wir sind die U12 Lions! Der Lions-Nachwuchs hier in Dreiskirchen ist in Ihre Hände gelegt. Was sind die Ergebnisse der letzten Saison? Das hat sehr schön geklungen, dass das alles in meinen Händen ist. Aber das stimmt auch nicht ganz, ja, weil der Verein unterstützt mich. Die Eltern, die Kinder sind einfach fantastisch. Ich bin einfach zu diesem Club gekommen, weil ich selber Basketball gespielt habe. Ich habe Basketball auch studiert. Nach dem Abschluss meines Studiums als Sportlehrerin habe ich noch postgraduiertes Studium in Polen absolviert. Ja. Und ja, somit war ich ausgebildete Trainerin von Basketball. Ich bin nach Österreich vor 8 Jahren gekommen. Leider meine Sprachkenntnisse waren null. Ich habe mir gedacht, dass ich eine gute Gelegenheit zu diesem Verein zu kommen und nachfragen. Was hat euch denn zum Basketball gebracht? Eigentlich meine Familie. Mein Vater hat Basketball gespielt. Mein Cousin spielt jetzt hier in der Bundesliga. Mein zweiter Cousin spielt auch. Also fast alle aus meiner Familie spielen Basketball und deswegen mein Bruder auch. Mich hat der Peter Trick hierher gebracht, weil meine Mutter ist in der Schule Lehrerin und der war ehemaliger Lehrer auch dort. Und der hat mich mal eingeladen, hier zu spielen und seitdem spiele ich da. Was ist jetzt das Tolle an diesem Sport? Naja, dass wir ziemlich erfolgreich sind. Es ist ein Hallensport und ja, wir können halt ziemlich gut mit Bällen umgehen, alle. Ja, und es ist ein Mannschaftssport, es ist schnell. Ich bin einfach gekommen, weil mein Freund hat gesagt, probier das mal. Und ja, das macht mal Spaß. 4 Jahre. Also ich bin zu den Lions gekommen, weil mein Vater, der hat hier gespielt, war ein Profi-Basketballer und deswegen habe ich mich für diesen Sport entschieden. Die Mannschaft war vergangenes Jahr extrem erfolgreich. Worauf führen Sie das zurück? Ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach eine ganze Gruppe sind. Das heißt, wir sind nicht Individuen. Ich, die Kinder, die Eltern spielen alle zusammen. Das ist sehr wichtig.